Wir sind zurück und ja, haben 10 Sekunden verpasst. Ich erkläre gerade, was passiert ist. Anstoß, Ball zurückgespielt. Mehr war es nicht. Also wir sind wieder da. Hamburg gegen Leipzig. Zwei Auftaktsieger gegeneinander. Hamburg hat die Bayern geschlagen. 2:1. Leipzig gegen den BVB gewonnen. 2:1. Gibt schlimmere Starts in so ein Turnier. Wir sind sehr gespannt, wer hier sich den 6-Punkte-Start holt oder ob beide Teams ungeschlagen bleiben. Kann ich da Mützel hier alles stressfrei. Guter Abschluss und der Treffer, ganz genau gezielt. Das dürfte Ahmad Rim gewesen sein. Jetzt schauen wir nochmal. Jo, wunderbar, Aufsitzer, ganz eklig für Keeper Vogtmann im Tor der Burger. Klasse rübergelegt, das könnte das schnelle 2:0 werden. Das ist das schnelle 2:0. Donnerwetter, das geht ja gut los hier. Erik Uhlmann. Zweiterfolgreichster Torschütze der Leipziger im Ligabetrieb. 7 Treffer hat er erzielt. In dieser Saison. Also auch draußen ein ganz bekannter Spieler und der Anschlusstreffer. Mensch, was ist denn los hier? Amir Mohammadi. Wir verzichten einfach mal auf jegliches Geplänkel und gehen hier direkt in die Partie. Wenn die so weitermachen, haben wir einen guten Schnitt hier. Ich möchte trotzdem noch gerade einen Spieler mit dir an die Hand geben. Bitte achten auf Hamburgs Nummer 18. Das ist Elijah Kran. Nationalspieler, auch in Portugal jetzt dabei, war an La Manga im Trainingslager, was ja traditionell Anfang Januar stattfindet. Also Hamburgs Nummer 18, Elijah Kran, einer der auffälligsten Spieler der Hanseaten. Boah, wichtig da dazwischen zu sein, aber Leipzig kommt nochmal an den Ball. Boah, was für ein Kabinettstückchen, das haben wir hier super in der Nahaufnahme gesehen. Klasse Aktion von Daniel Kerzuki. Da, zack, rübergezogen mit der Sohle. Links und dann rechts vollendet. Wunderschönes Tor. Das gibt es so natürlich nur in der Halle zu sehen. Klasse Aktion 3:1. Fast die nächste Aktion von Kerzuki. Boah, was sieht das hier ab? 4 Tore in den ersten 3 Minuten. Gerne mehr davon. Wieder Krasnuki, aber der war schwer zu verarbeiten. Ah, kriegt er den noch steil? Ah, dann rutscht Hamburgs Nummer 15. Bent Andresen weg und dann aber der Treffer. Erneut Favas Kasimu. Hier sehen wir es. Oh, was für ein Fehlpass, Krasnuki. 2 Tore gemacht, 1 vorgelegt. Würde Felix Groß jetzt twittern, wenn es am 100 passiert wäre. 2:3. Ist eine richtig gute Möglichkeit, aber Luca Vogtmann hatte da was gegen. Klasse gespielt jetzt wieder. Dann muss das fast selber machen. Und der Weg zum Tor war frei. Andresen. Da weitergeleitet. Schade. Auf Dimitri Mohr. Aber Mohr kriegt den Freistoß. Gepfiffen von Schiedsrichter Daniel Oepping. 30 Jahre jung vom SV Schnathorst. Oh, das stand da im Weg. Was geht das jetzt?
schlecht drauf ist. Öpping gibt 2 Minuten, aber ja, finde ich gut. Er belässt es hier bei einem kurzen, intensiven Gespräch. Richtige Entscheidung, Fingerspitzengefühl. So, Hamburg macht sich auf. Zu einem möglichen 3-3. Leipzig gewinnt aber die Kugel. Schaltet schnell um. Immer wieder diese Bälle tief in die Spitze. Sofort der Abschluss. Da immer brandgefährlich, die Leipziger. Sehr intensiver Zweikampf hier. So, jetzt der nächste Ballgewinn für die Hamburger. Wenn er den rübergezogen bekommt, hat er freie Bahn, aber da passt Michael Koska auf. Auch Koska hier 17 Jahre am Ball gewesen, Nationalspieler für die U16. Auch hier in Portugal dabei. Beim UEFA-Vergleichsturnier gegen Holland, gegen Argentinien, gegen Portugal in der Vorrunde. Quasi die Nations League in sinnvoll, so könnte man es formulieren. Also natürlich super Vergleiche hier für unsere Nachwuchskicker, sich mit dem Besten zu messen. Nächste Möglichkeit und das war ganz wichtig. Das ist der Hamburger, der mit seinem Körper dazwischen kommt. Klasse durchgesetzt. Ja, mein unglaubliches Tempo. Haben sich gut gerettet. Die Ball jetzt übergelegt. Nächster Abschlussversuch. Immer noch die knappe Führung für Leipzig. Nicht ganz die Torquote der ersten Minuten halten können, aber das wäre auch verrückt gewesen. Ist nach wie vor aber ein sehr, sehr munteres Spielchen. Mit einer Menge Intensität. Fast jetzt hier der Fehler im Aufbau. Aber alles gut gegangen. Körper gut reingestellt, Zweikampfverhalten hier von Dimitri Mohr. Versuch hier das Spiel über die Bande. Leipzig am Ball. Andresen dazwischen, Mohr am Ball, Mohr verliert den Ball. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Ist, glaube ich, spät gefallen. Jetzt sehen wir es nochmal. Ah, es kann sein, dass er einen hinteren Hacker erwischt hat. Aber gab auch keine großen Reklamationen. Von daher sahen wir mal nichts dran. So. Immer noch Irritation. Der Ausführung eines Eckballs. Im nächsten Spiel gleicht dann übrigens die Mühlenkreisauswahl. Also noch nicht auf Bundesliga umschalten. Die Mühlis kommen gleich nochmal. Und dann verhandeln wir neu. Jetzt aber der Treffer. 3-3. Bent Andresen hier. Der sich einfach mal ein Herz fasst und den Ball ins kurze Eck vollendet. 2 Minuten 20 vor dem Ende.
tolles Spiel hier. Nächster Schussversuch und der rutscht rein, der rutscht rein. Torschütze jetzt der Tim Koch. Da. Und dann kullert er über die Linie. Wahnsinn, 3-4. Ganz, ganz schnelle Antwort. Das haben sie ein bisschen langsam ausgespielt, die Hamburger. Immer dann, wenn zwei Gegner überspielt sind, muss es fast zwangsläufig die Überzahl da geben. Da haben sie nicht sauber verarbeitet bekommen. Auch hier gerne nochmal der Hinweis. Während wir hier die nächste Möglichkeit sehen, Ball an die Latte gegangen. Das war Abis. Hier ist Charlie. Also FreeRecap.de, der Live-Score mit allen Statistiken, Torschützen für euch zum Reinklicken. Letzte Minute läuft. 7 Tore haben wir gesehen. Gibt es noch ein 8. Gibt es nochmal den Ausgleich für den Hamburger Sportverein? Oder baut Leipzig aus? Hamburg jetzt am Ball. Ball nochmal rechts übergelegt. Bekommt den abgeschlossen. Bekommt ihn abgeschlossen. 4-4. Torschütze Amir Mohammadi. Jetzt übrigens auch Hamburgs 18 auf der Platte. Elijah Kran, der Nationalspieler. Jetzt oben links ist er, wenn er angespielt wird. Da ist er am Ball. U16-Nationalspieler für Deutschland aus der Drehung. Nächste Möglichkeit. Für Taye Schiller. Übergelegt, ja, Kopfballduell, das wäre schwer. 10 Sekunden noch auf der Uhr. 4-4 wäre meiner Meinung nach das gerechte Ergebnis, das wir in diesem Moment haben. Es gibt noch mal eine Ecke und wir haben noch eine Sekunde auf der Uhr. Zurücklegen, schießen. Das war's. Na, zählt nicht mehr. Zählt nicht mehr, oder? Das warten wir noch ab. Tor zählt nicht mehr. Öpping schüttelt den Kopf. Es bleibt beim 4-4. Leistungsgerecht. Geht, glaube ich, in Ordnung. Wir melden uns gleich mit den Mühlis zurück. Jetzt gibt es noch Irritation. Wir nehmen das noch gerade mit. Der Treffer zählt. Der Treffer zählt. Oh, bin mir nicht sicher. Egal. 5-4 gewinnt der HSV. Das hat ja was vom Videobeweis hier. Auf dem Zeitpunkt, wie es dauert. Da sehen wir uns Bastian Reinhardt, den Ex-Profi. Ab in die Highlights.